Gerichtsvollzieher muss klein beigeben. Bringen Sie dem Gerichtsvollzieher bei seinem Sturmlauf auf Ihr Hab und Gut immer und immer wieder aufs Neue zu Fall. Versalzen Sie jedem Gerichtsvollzieher die Vollstreckungssuppe, einfach indem Sie ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Machen Sie den Gerichtsvollzieher als zuverlässiges Vollstreckungswerkzeug Ihrer Gläubiger unbrauchbar und verschaffen Sie sich auf diese Weise perfekte Voraussetzungen, um Ihren Geldforderung auf gleicher Augenhöhe zu verhandeln, massive Schuldenreduzierungen zu erreichen und den kleinen Rest bequem in tragbaren Monatsraten abzubezahlen. Damit wir uns richtig verstehen, auch der Gläubiger hat ein Recht darauf, von Ihnen sein Geld zu bekommen. Womit er Unrecht hat, wenn er Sie als den Alleinschuldigen an dieser Schuldenmisere einstuft und deshalb kein schlechtes Gewissen hat, wenn er am bitteren Ende der Zwangsvollstreckung den Gerichtsvollzieher auf Sie hetzt. Dabei gehören zum Schuldenmachen immer zwei. Und auch der Gläubiger hat ja mal ein berechtigtes Interesse daran, dass Sie bei ihm Schulden machen, damit er etwas verdienen konnte. Wie gesagt, das ist kein Freibrief zur Schuldenprellerei. Aber es ist ein Ansporn für Sie, den klammen Schuldner, sich mit allen rechtlich erlaubten Mitteln gegen die Attacken des Gerichtsvollziehers zu wehren. Das dürfen Sie, das sollen Sie, das können Sie. Denn es ist gar nicht so schwer, sobald Sie wissen, in welch begrenzten gesetzlichen Rahmen Gerichtsvollzieher überhaupt gegen Sie vorgehen dürfen. Der Gerichtsvollzieher selbst wird natürlich den Teufel tun, Ihnen seine eigenen, sehr, sehr engen Grenzen zu offenbaren. Aber keine Sorge, der fantastische, einzigartige Ratgeber Schacht dem Gerichtsvollzieher holt das nach. Und zwar in einer Sprache, die Sie als juristischer Laie problemlos verstehen können. Und auch die Konsequenzen, die sich aus diesen Vorschriften ableiten, können Sie eigenhändig umsetzen, ohne Rechtsanwalt. Sie brauchen nur über Ihren Schatten zu springen, die Opferhaltung abzulegen und sich beherzt gegen den Gerichtsvollzieher zu wehren. Schon sind Sie auf der Siegerstraße. Schach dem Gerichtsvollzieher wurde von einer ausgekochten und extrem praxiserfahrenen Juristin verfasst. Sogar in schier aussichtslosen Fällen konnte sie Schuldner aus dem gierigen Klauen des siegessicheren Gerichtsvollziehers befreien. Dieses unvergleichliche Wissen und diese einzigartige Erfahrung sind in diesem Ratgeber eingeflossen, Zeile für Zeile. Und nicht umsonst fürchtet sich die Gerichtsvollzieher Land auf, Land ab vor diesem Buch und den Schuldnern, die dieses Buch gelesen haben. Denn dann können sie sogar die brutalsten Gerichtsvollzieher sicher sein, hier müssen sie klein beigeben. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.